Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Berlin verbietet Corona-Demonstrationen, Brand- und Räumungsübung im BER, Breitenbach begrüßt längeres Kurzarbeitergeld und Gabenzaun Schlossstraße bekommt Upgrade. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten vom 26. August 2020. Die Berliner Versammlungsbehörde hat mehrere für das Wochenende geplante Demonstrationen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verboten. Die Verbote der Versammlungsbehörde werden maßgeblich damit begründet, dass es bei den zu erwartenden Kreis an Teilnehmenden zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen wird. Theoretisch wäre es möglich, die Demonstration stattfinden zu lassen, wenn durch ein milderes Mittel wie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für den Infektionsschutz gesorgt würde. Gerade die Versammlung vom 1. August hätte allerdings gezeigt, dass die Teilnehmenden dieser Demos sich bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt haben. Berlins Innensenator Andreas Geisel begrüßt die Entscheidung zum Verbot. Es sei keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. Wir seien noch inmitten der Pandemie. Deshalb müsse man zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abwägen. Berlins Arbeitssenatorin Elke Breitenbach von der Partei Die Linke hat die vom Bund geplante Verlängerung des Kurzarbeitergeldes wegen der Corona-Krise begrüßt. Der Bundes- und Koalitionsausschuss von CDU, CSU und SPD hatte sich in der Nacht im Kanzleramt auf eine Verlängerung verständigt. Nun kann das Kurzarbeitergeld statt den regulären 12 Monaten künftig bis zu 24 Monate gezahlt werden. Damit soll das Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 gelten können. Für Breitenbach sei das Kurzarbeitergeld sehr wichtig für Berlin und für ganz Deutschland. Die Regelung verhindere, dass viele Menschen sofort ihren Arbeitsplatz verlieren und dann auch fehlen, wenn sich die Lage in den Unternehmen bessere. Bundesweit seien zwar einige Branchen nun wieder langsam im Aufwind, aber gerade im Kulturbereich, bei Hotels und in der Gastronomie werde es noch länger dauern. Gerade diese Branchen seien für Berlin besonders bedeutend und hier werde Kurzarbeitergeld gebraucht. Zusammen mit der Deutschen Bahn hat die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg heute erfolgreich die Brandschutz- und Räumungsübung durchgeführt. Bei dem Hot Quarter genannten Test wurden dabei im BER und im darunterliegenden Bahnhof mehrere Übungsszenarien absolviert. In einem der Szenarien wurde simuliert, was geschehe, wenn ein Zug im Bahnhof brennt. Beim zweiten Szenario wurde das Vorgehen bei einem Brand im Terminal durchgespielt. Hinzu kamen noch einige Räumungsübungen von kritischen Bereichen oder aber Dinge wie der Aufbau der Einsatzleitung vor Ort und die Prüfung der Alarmierungswege. An der Übung nahmen mehr als 800 freiwillige Komparsen und 40 Einsatzkräfte teil. Der Flughafenchef Lütke Dahltrup zeigt sich nach dem Test zufrieden. Der BER habe die Besonderheit, dass Fluggäste direkt mit Zug oder S-Bahn unter das Terminal an- und abreisen können. Das habe die besondere Notfallübung notwendig gemacht. Der Gabenzaun am U-Bahnhof der Schlossstraße wurde in einer gemeinsamen Aktion des Bezirks Steglitz-Zehlendorf und des Shoppingcenter Boulevard Berlin neu gestaltet. Bisher war der Gabenzaun eher ein Ärgernis. Vor allem wurden seine optische Gestaltung und die Unübersichtlichkeit kritisiert. Nun soll er im neuen Antlitz dafür sorgen, dass sich Spender und Suchende sofort zurechtfinden können. Die Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, Kerstin Richter-Kotowski, ist stolz auf die neu gestaltete Station. Also ich sage, dass das ein ganz, ganz tolles Beispiel für bürgerschaftliches Engagement ist, hier vom Boulevard zusammen mit der Freiwilligenagentur und ganz vielen Geschäften hier aus dem Boulevard, die mitmachen. Und gerade unser Wetter heute zeigt uns, wie wichtig dieses Engagement ist, hier einen Gabenzaun auf der Schlossstraße aufzubauen für die Menschen, denen es eben halt im Augenblick nicht so gut geht. Der Center Manager des Boulevard Berlin, Carsten Paul, freut sich, dass sie bei der Neugestaltung mithelfen konnten. Also da dürfen wir uns nicht mit fremden Federn schmücken. Die tatsächliche Idee, auch das hier zu machen, kam wirklich aus der Zivilbevölkerung. Und wir machen es jetzt schön und wollen, dass die Hilfe vielleicht noch ein bisschen besser ankommt, sich mehr Menschen animiert fühlen. Und da denken wir, dass wir noch einen kleinen Teil dazu beitragen können. Bisher konnten am Gabenzaun Kleider und Lebensmittel gespendet werden. Künftig soll es hier auch Hygieneartikel geben. Und damit zur Wettervorhersage. Zum Abend hin schließt sich heute die Wolkendecke.
In der Nacht ist es dann bei 15 Grad bedeckt und windig. Am Donnerstag bleibt es unangenehm, bedeckt und sehr windig. Bei bis zu 21 Grad ist es dabei aber wenigstens trocken. Im Tagestrend steigen die Temperaturen, ansonsten bleibt es unbeständig und unangenehm. Freitag wird bei 24 Grad regnerisch und windig, Samstag bedeckt und windig. Sonntag wird es dann bei 22 Grad wieder ruhig und wolkig. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend und bis morgen.